Joho, Fellas, und willkommen zurück bei Fahrenheit. Jetzt wird irgendwas passieren in der Polizeistation. Soziale Probleme, soziale Konfrontation. Hallo Tyler. Das ist beinahe wie bei guten Zeiten schlechte Meisen oder sowas in die Richtung hier, ne? Hey Tyler, welch ein Zufall. Ich hab dich schon überall gesucht. Oh Mist. Erinnerst du dich, dass ich dir vor einem halben Jahrhundert Piepen geliehen hab? Ich wäre dir dankbar, wenn ich sie möglichst bald zurückkriegen könnte. Zum Beispiel jetzt sofort. Okay, Freundschaft. Jeffrey, du wirst doch wohl nicht wegen 100 lausigen Dollar unsere Freundschaft aufs Spiel setzen. Du wirst doch wohl nicht. Und ob? Rück die Gnade raus, bevor ich gleich die Geduld verliere. Die Gnade soll er rausrücken. Vorschlag. Ich schlag dir was vor. Wir spielen eine Partie Basketball um deine 100 Dollar. Gewinnst du, gebe ich dir auf der Stelle 200 Dollar. Aber wenn ich gewinne, sind wir quitt. Wenn ich gewinne, kriege ich 200 Dollar? Ich gebe dir mein Wort. Abgemacht. Aber lass dir nicht im Traum einfallen, nicht zu zahlen, wenn du verlierst. Kapiert? Keine Sorge, Jeffrey. Sobald ich Zeit für eine kleine Pause habe, komme ich zu dir. Yeah, es steht ein episches Basketball-Match an, so wie in allen anderen Highschool-Filmen mit Basketball-Themen, wo am Schluss immer das richtige Team gewinnt. Nur so als filmische Anmerkung. Und da ist Gala Valenti. Und unser leerer Platz. War die Bedienung noch nicht da? Sie kommt gleich. Garrett hat die Ergebnisse. Kommst du mit? Ich häng nur die Jacke auf und komm dann. Okay, bis gleich. Die könnten sich auch mal ein bisschen lieber Hallo sagen oder Umarmung oder ein bisschen kuscheln oder sowas. Aber vielleicht bin nur ich der Einstellung. Übrigens blitzt das rote Symbol oben rechts so dermaßen schnell auf, dass ich es beinahe nicht sehe. Schade. Schon wieder ein Basketball. Nehmen wir ihn mal und machen damit ein paar Tricky Tricks. Yeah, wir sind die Styler Bros. Get your hand the game. Anspielung auf einen Film, den hoffentlich die meisten von euch nicht kennen werden. Obwohl, so jung ist mein... Gut, teilweise ist mein Zuschauerpublikum jung, teilweise ist es alt, das ist alles sehr durchmischt, laut Inside. Aber hängen wir mal unsere Jacke hin und klauen die von Carla. Das wäre doch mal lustig, wir können jetzt einfach so eine Frauenjacke rumlaufen. Funktioniert zwar leider nicht, aber irgendwie kann ich Tyler in diesem komischen Rollkragenpullover nicht so ernst nehmen. Ich weiß auch nicht warum, aber es ist so. Türchen auf, raus die Maus und da steht Carla Valenti. Ich mag den Namen irgendwie, ich weiß gar nicht warum. Nicht, dass ich jetzt meine Kinder später mal Carla Valenti nenne. Hallöchen. Popöchen. Und? Womit willst du anfangen? Fangen wir doch am besten an mit dem Messer. Was hat das Messer ergeben? Jede Menge Fingerabdrücke, die mit denen an Gabel und Glas vom Tisch des Verdächtigen übereinstimmen. Oh mein Gott. Der Mörder saß also definitiv an diesem Tisch. Das heißt ja, der Verdächtige ist der Mörder. Er hat's in sich. Da ist definitiv Blut des Opfers dran. Aber das Komische ist, dass auch Blut vom Mörder dran ist. Oh mein Gott, was ist denn mit der Kaffeetasse? Hat die Kaffeetasse was ergeben? Da waren nur die Fingerabdrücke der Bedienung drauf. Kann nicht sein, Mann. Die Tasse war halb leer. Da hat einer draus getrunken. Waren auf dem Buch unter dem Tisch irgendwelche Abdrücke? Ja, und die stimmen mit denen von Gabel und Glas überein. Es war also definitiv sein Buch. Und das sah ganz schön alt aus. Vielleicht ist darüber noch irgendwas rauszufinden. Und? Was haltet ihr von all dem? Im Moment gar nichts. Dieser Fall ergibt einfach keinen Sinn. Daran ist irgendetwas faul. Weißt du, bei all den Verrückten, die heutzutage frei rumlaufen, ergibt nichts mehr einen Sinn. Diese Mörder wissen meist selbst nicht, was sie dazu trieben. Die Welt wird immer verrückter, Carla. Glaub mir. Danke für deine Hilfe. Bis später. Was für ein unglaublicher Moment. Okay. Du kümmerst dich um das Phantombild. Ich frage. Red mir halt rein. So, das musste jetzt gesagt sein, weil ich mag es nicht unterbrochen zu werden, auch wenn Spielfiguren sind. Und weiter geht's. Ich frage in der Gerichtsmedizin nach, ob die Autopsie irgendwas ergeben hat. Okay, bis nachher. Bevor ich zum Gerichtsmediziner gehe, könnte ich in meinem Büro noch eben die Mails checken. Und wegen sowas wurde ich unterbrochen. Ach verdammt, ich habe die Mails nicht gecheckt. Also ich habe sie im letzten Part gecheckt, den ich aufgenommen habe. Hi Frank. Hi Carla, gut geschlafen? Hör auf zu labern. Welche Zeitverschwendung. Ich kann auch genug schlafen, wenn ich tot bin. Typisch Carla. Wenn ich tot bin, typisch Carla. Ja, die Mails haben wir natürlich gecheckt, das war der Part mit Kirsten. Allerdings muss ich es jetzt nochmal machen, weil wie gesagt, das war mit einem anderen Speicherstand, weil hier das Speichersystem ein bisschen damaged geraten ist. Was heißt, wir müssen uns auch nochmal schnell die 10 Bonuskärtchen da unten rechts in der Schublade besorgen. Mach die mal auf, schnappt ihr die Bonuskarte raus, die da eigentlich drin sein sollte. Ja, ist sie. Cool.
So, Bonus plus 5, knall die Schublade wieder zu, check noch schnell deine Mails ab, mit dieser komischen Tastatur, die aussieht, als wäre sie direkt aus Command & Conquer geklaut, aber nun gut, kann ja passieren. Meine Mail, nicht die Valium, obwohl ich sollte mal vorlesen. Up to 60% reduction on Valium when you order online today. Receive more than 300 types of tranquilizer delivered to your door in less than 24 hours, wherever you live. Jetzt wird ab sofort in jedem Part irgendwie Englisch vorkommen, das war auch schon im Monkey Island Inseltagebuch so. Und jedenfalls ist dieser Part natürlich sehr toll. Es geht um... Nee, nicht. Die Aufnahme ist sehr toll. Im letzten Part ging es um Sex. Dann ging es um Valium. Es wird immer genialer, immer poröser. Was ist poröser? Das ja. ist schon einmal geschehen. Kirsten. Kirsten. Was das wohl heißen soll. Es ist Kirsten. Wieso ein Name episch werden kann? Ja, nein, das will ich nicht. Ich möchte in die Datenbank und Kirsten suchen. Hau rein! Mit dem wunderschönen Ladebalken, der aussieht wie von 1970. Gab's da schon PCs? Bestimmt. Ad acta gelegt. Also tatsächlich ein Name, der für einen Fall steht. Ich hätte gern mehr darüber erfahren. Ja, das kennen wir schon. Das war jetzt nur nochmal zur Auffrischung. Jetzt können wir den PC beenden und sind durch damit. Und sind wieder im Auswahlmenü. Und diesmal können wir sogar drei verschiedene Menschen spielen. Zum einen den guten Luca Gain, Tyler Miles, Carla Valenti und ja, wir fangen an mit wem. Wir heben uns Lukas auf, weil das ist die spannendste Stelle und fangen an mit... ich weiß es nicht so genau. Tyler Miles, los geht's. Herein. Guten Tag, Inspektor. Tag, Frau Morrison. Nett, dass Sie sich hierher bemüht haben. Nun setzen Sie sich. Tja, wir werden versuchen, ein Phantombild des Mannes anzufertigen, den Sie gesehen haben. Und zwar mit Hilfe eines Computerprogramms. Sie werden sehen, das ist kinderleicht. Ein Computer? Wie eine Art Videospiel. Haben Sie schon mal ein Videospiel gespielt, Frau Morrison? Nein. Macht nichts, geht auch so. Wichtig ist, dass Sie sich genau zu erinnern versuchen, was passiert ist. Das Programm enthält verschiedene Modelle von Gesichtszügen. Sie gehen alle durch, bis das Ganze so aussieht wie der Verdächtige. Verstehen Sie mich? Ja, ich glaube schon. Okay, los geht's. Okay, jetzt müssen wir ja rein theoretisch das so machen, dass er so aussieht wie Lukas. Und das machen wir dann auch gerade mal. Da würde ich erstmal vorschlagen, dass wir die Gesichtsform so ein bisschen anpassen. Ja, so sieht doch ganz gut aus. War es vorher auch schon so, ich weiß nicht genau. Also die Augen müssen so ein bisschen mehr chinesisch wirken. Also er hat so ein bisschen mehr zusammengekniffene Augen. Ich weiß nicht so genau, was ich... Also, wir machen das einfach mal frei Schnauze. Ja, genau so. Es ist ein böser Lucas Cain. Böser. Ja, ich musste... Was wollte ich dazu sagen? Achso, ja, ich werde die Wege jetzt so ein bisschen anders wählen. Was passiert eigentlich, wenn wir was komplett anderes machen? Machen wir was komplett anderes. Da habe ich jetzt mal Lust drauf, weil beim ersten Spielen habe ich einfach so ein Bild genommen, wie er wirklich aussah. Und jetzt verändern wir es einfach mal total, sodass er gar nicht mehr so aussieht. Und ich werde sehr viel anders machen hier. Und ich werde auch nicht immer gleich Lucas Cain spielen, wenn wir die Auswahlmöglichkeiten haben, weil das habe ich sonst immer gemacht, als ich damals das erste Mal gespielt habe. Und ich möchte mal schauen, was so da anders passiert. Sieht das Gesicht so wie der Verdächtige aus? Mhm, eindeutig. Ja, zumindest soweit ich mich erinnere. Keinerlei Ähnlichkeit. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Dieses Bild wird an alle Polizeistreifen, Flughäfen, Bahnhöfe und Busbahnhöfe verteilt. Wenn dieser Typ noch in New York ist, entwischt er uns nicht. Und Sie sollten mal ein Videospiel spielen. Ist eine gute Idee, ein Videospiel zu spielen. Und wir haben das jetzt einfach mal vollkommen versaut, dieses Phantombild hier. Deswegen ich jetzt Folgendes machen werde, weil ich das nicht mag. Ich wollte mal schauen, was passiert. Werden wir nicht beenden. Da kommen wir zurück nach Windows. Ich wollte jetzt eigentlich... Ja, ich bin gleich wieder da. Wir machen das Ganze nämlich jetzt nochmal richtig. Herein. Und zurück nochmal. Und jetzt werde ich einfach mal die ganze Zwischensequenz zulabern. Blablabla. Nein, Spaß beiseite. Wir lassen sie einfach nochmal abspielen. Setz dich hin, meine liebe Frau. Wir werden versuchen, ein Phantombild des Mannes anzufertigen, den Sie gesehen haben. Und zwar mit Hilfe eines Computerprogramms. Sie werden sehen, das ist kinderleicht. Wie eine Art Videospiel. Haben Sie schon mal ein Videospiel gespielt, Frau Morrison? Nein, habe ich nicht. Nein. Macht nichts. Geht auch so. Wichtig ist, dass Sie sich genau zu erinnern versuchen, was passiert ist. Das Programm enthält verschiedene Modelle von Gesichtszügen. Sie gehen alle durch, bis das Ganze so aussieht wie der Verdächtige. Verstehen Sie mich? Ja, ich glaube schon. Okay, los geht's. Es ist das Programm. Und wenigstens hat sich die Form des Gesichtes und so bla bla bla
verändert, die wir eigentlich hatten. Also nehmen wir mal das hier und so weiter und so fort. Dann nehmen wir die richtigen Augen von Lucas, die in etwa so aussehen sollten. Eine Mundform und keinen Bart vor allem, weil den hat er einfach nicht. Weg damit. Später hat er vielleicht mal einen, das wissen wir ja noch nicht so genau. Sieht er so aus? Genau, so. Also, natürlich, er hat so in etwa die Gesichtsform und als Nase, was könnten wir denn da nehmen? Das hier, ja, probieren wir es doch einfach mal damit, würde ich vorschlagen. Das können wir noch so ein bisschen umändern. Ja, wir nehmen jetzt einfach mal das, Enter, mal gucken. Das Gesicht so wie der Verdächtige aus? Ja, tut es. Zumindest, soweit ich mich erinnere. Verdammt, nur leichte Ähnlichkeit. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Dieses Bild wird an alle Polizeistreifen, Flughäfen, Bahnhöfe und Busbahnhöfe verteilt. Wenn dieser Typ noch in New York ist, entwischt er uns nicht. Und Sie sollten mal ein Videospiel spielen. Das ist doch eine sehr gute Catchphrase, um diesen Part zu beenden. Sie sollten mal ein Videospiel spielen. Ich wollte jetzt noch so ein bisschen die Möglichkeiten von Fahrenheit demonstrieren, also dass man wirklich so auch mit diesem netten Face-Editor so ein bisschen rumspielen kann, ein bisschen was verändern kann. Ich habe jetzt mit Absicht hier so zwei Beispiele gewählt. Das eine sollte eigentlich besser werden, also bei meinem ersten Mal spielen hatte ich da, gut, da habe ich auch länger dran rumprobiert, hatte ich eine Ähnlichkeit von beinahe 100% oder sowas in die Richtung. Und wir machen nächstes Mal weiter mit Carla Valenti im Leichenschauhaus und Lucas Kane in einer Bank. Toll, nicht? Tschö.